Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir die Fire Emblem Fates Limited Edition aus. Da sind die drei Spiele Bird Ride, Conquest und Revelation drin, plus ein Steelbook, plus Poster und Artbook in einem schönen Pappkarton. Und das Ganze ist ab 12 Jahren USK freigegeben und auch PEGI ab 12 Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da nur ein Titel als Karte drin ist oder ob beide Titel auf einer Karte sind, beziehungsweise alle drei Titel. Ich habe aber gehört, der dritte Teil soll nur als Code dabei liegen. Werden wir gleich mal sehen. Ja, das Spiel geht zu einem Spieler oder lokal zu zwei Spieler, halt gegeneinander, denke ich mal, oder über das Internet, unterstützt Street Pass, Sport Pass und natürlich Amiibos werden unterstützt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt da mal rein. Okay. Oh. So. Mein Bruder hatte sich das bei Amazon bestellt, aber wieder storniert, weil er das erst am 16. Juni kriegen soll. Und ich habe meins heute bekommen. Kann sein Ärger verstehen, aber ich hatte es auch bei Saturn vorbestellt für ihn. Und ja, ich kriege dann die 10 Euro wieder, weil es bei Saturn 10 Euro günstiger ist. Und er kriegt dann meine Saturn-Fassung. Hier haben wir das ab und ein schönes Motiv. Dann wird das hier das Poster sein. Und gucken wir mal das Poster erst an und dann gucken wir gleich mal weiter. Ich glaube, es ist zweiseitig bedruckt. Ach, das andere ist eine Karte. Also auf der einen Seite haben wir eine Karte. Ich hoffe, man erkennt es jetzt ein bisschen. Und dann haben wir hier das Motiv, was auf der Pappbox ist. Werde ich aber mein Neuzugang-Video nochmal genauer zeigen. Ist auf jeden Fall schön, fühlt sich auch gut vom Papier an. Also das ist praktisch das Motiv auch vom Artbook, glaube ich zumindest gerade. Ja, gucken wir mal in das D-Book. Das D-Book sieht so aus. Ich glaube, ich mein erstes 3DS-D-Book. Ich habe hier nie ein Pokémon oder so geholt. So sieht das ganze D-Book aus. Und es hat sogar ein Inlay-Bild, was ich auch schön finde. Das finde ich cool. Dann haben wir hier das Spiel. Das packe ich mal aus. Ich frage mich jetzt, wo die Codes sind. Also, beziehungsweise das, die Karte. Also die Folie ist entfernt. Hier ist die Folie. Ich gucke mal kurz rein. Ja, keine Ahnung, wo die drei Teile sind. Hier haben wir die Karte. Sind die jetzt alle auch wirklich auf der einen Karte drauf? Oder nicht? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Die Definition. Muss ich gleich mal kontrollieren. Weiß ich gar nicht genau. Dann haben wir hier die typischen Nintendo-Hinweise. Lege ich mal so hin, so, so. Und dann haben wir im Prospekt, da waren diesmal neue Spiele drin, das habe ich schon in einem anderen Unboxing gesehen. Pokémon Super Mystery Dungeon, das will ich mir noch holen. Wie auch Pokémon Omega Rubin. Hyrule Warriors habe ich. Fate habe ich jetzt auch. Fate. Fire Emblem habe ich jetzt natürlich auch. New Super Mario Bros. 2 will ich mir auch noch holen. Und Super Mario 3D Land fehlt mir auch noch. Bei Animal Crossing, Happy Home Designer sage ich eher nein. Tomodachi Life vielleicht. Yokai Watch finde ich sehr gut. Dieses New Style Boutique, da ist nichts für mich und der Rest ist wieder Steuerung. Aber gucken wir uns mal das Artbook an, das auch zwei Seiten hat und ein sehr schönes Motiv. Aber wenn ihr das wisst mit der Karte, ob die drei Spiele jetzt auf der einen Karte sind, wäre das mal nett zu wissen. Wann ich das Spiel dann hier anfangen werde, weiß ich leider noch nicht. Weil ich ehrlich bin, ich muss noch ganz viele andere Sachen spielen. Die Motive sind aber sehr, sehr schön. Auch schönes Papier. Und mir fehlt eigentlich aus Deutschland nur noch ein Teil, und zwar der Game Boy Advance Teil, beziehungsweise die zwei Teile. Weil ich hatte mal einen, den habe ich aber damals verkauft, und jetzt fehlen mir die halt. Sonst habe ich alles. DS, Wii, GameCube, DS. Die Wii U wäre auch ein, also wenn für Wii U wäre auch ein Timer schön zu sehen, aber ich glaube nicht, dass wir das noch kriegen werden. Vor allem nachdem Nintendo jetzt da irgendwie für Smartphone Fire Emblems machen will, gefällt mir persönlich gar nicht, weil ich dann die Angst habe, dass Nintendo sich denkt, wenn es erfolgreich ist, dann brauchen wir ja sowas nicht mehr für ein Handheld oder so zu entwickeln, weil wird ja für Smartphones so gekauft. So, die Motive sind echt schön, gefällt mir richtig gut das Artbook. Toll. Echt tolle Edition. Wie gesagt, bei Saturn kostet es 79,99, bei Amazon bezahlt ihr 89,99. Und da ich jetzt bei meinem Bruder die 10 Euro kriege und wenn Saturn das heute kriegt, dann hole ich sein Exemplar noch ab und dann habe ich praktisch den Saturn-Preis bezahlt.
Und ich kriege dann halt die 10 Euro wieder und er hat sein Exemplar und wir sind alle zufrieden. Und wir können es dann auch wieder gegeneinander zu zweit spielen. Ich habe das alte Fire Emblem für den 3DS, dieses Awakening, lange alleine gespielt und auch, aber auch viel mit ihm gegeneinander. Und wir lieben dieses Spiel. Und ja, hier sind dann Autogramme, glaube ich. Ja, hier ist die ganze History. Die Super Nintendo-Teile habe ich natürlich auch alle nicht. Aber die Game Advance-Teile, die zwei hatte ich. Das war ja auch, glaube ich, ein SNES-Teil. Den GameCube-Teil habe ich. Und den Wii-Teil habe ich. Aber wieso ist der hier nicht mit drauf? Ach ja, hier. Den Wii-Teil habe ich. Den DS-Teil habe ich. Den Teil habe ich dann wohl auch nicht. Oder ach, das ist der DS-Teil. Den habe ich. Und jetzt habe ich auch die. Und was ist das? Das sind wohl Sequenzen aus dem Intro. Oder Ending. Oder Trailer. Auf jeden Fall ein schönes Artbook. Zum Vergleich, hier haben wir das Artbook von dem alten Teil, ist etwas kleiner, das neue. Aber trotzdem schön. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, die Spiele sind alle auf der einen Karte hier drauf. Bin zufrieden mit der Edition. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Gavatrons. Tschüss.